Mit dem Senioren- und Angehörigen-Service Marienthal bietet der Verein Aktiv ab 50 seit neuestem eine zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle rund um das Thema Alter, Gesundheit, Pflege und Soziales an. Neben einer umfassenden, neutralen und kostenfreien Beratung werden im Haus der Begegnungen ehrenamtliche Alltagsbegleiter sowie Nachbarschafts- und Seniorenhelfer für kleine handwerkliche Tätigkeiten vermittelt. Mit einer Aktionswoche werden die Angebote derzeit in der Marienthaler Straße 164b vorgestellt. Luftballons, Plakate und Aufsteller machten die Besucher des Hauses der Begegnungen schon von weitem auf die Aktionswoche neugierig. Anlaufstelle älterer Menschen, gemeinsam neu gewohnt, lautet das Motto, welches die Vorsitzende des Vereins Aktiv ab 50 am Donnerstagnachmittag näher erläuterte. Wir haben seit einiger Zeit schon eine kleine Anlaufstelle hier geschaffen für ältere Menschen oder alle, die Rat und Hilfe suchen. Und mit dieser Aktionswoche wollen wir nochmal aufmerksam machen, was es für Angebote, was es für Unterstützer gibt, um neu gewohnt, ganz einfach neu zu leben. Wir wollen eine Koordinierungsstelle aufbauen für Pflegehelfer und Alltagsbegleiter und dass wir auch mit Partnern, die uns schon zur Seite stehen, wie die GGZ und die Diakonie, auch Angebote zur Hilfe und Selbsthilfe anbieten. Seit 2014 ist der Verein Aktiv ab 50 nicht nur in der Kopernikusstraße 7, sondern auch in der Marienthaler Straße 164b anzutreffen. Schon etwas länger probt der Volksliederchor Zwickau im Haus der Begegnungen. Zur Eröffnung der Aktionswoche gaben die Sängerinnen einige Kostproben aus ihrem Repertoire. Die Aktionswoche richtet der Verein Aktiv ab 50 nicht alleine aus. Partner sind unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, die Stadtmission und die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Wir begleiten dieses Thema natürlich gerne, auch diese Aktionswoche, weil Wohnen im Alter oder dieses Thema dieser Aktionswoche neu gewohnt schon auch ein Thema für die GGZ ist, insgesamt für die Wohnungswirtschaft. Ein Großteil der Menschen will eigentlich bis zum Schluss in den Räumen bleiben, in denen sie wohnen. Das heißt also nur ein geringer Teil, wo es dann wirklich gar nicht anders geht, geht in ein Pflegeheim oder in eine ausgewiesene Seniorenwohnanlage. Viele wollen aber in ihren eigenen Räumlichkeiten bleiben und da ist es natürlich auch Aufgabe von uns als Wohnungsunternehmen dafür zu sorgen, dass sie das möglichst lange können, zusammen mit Partnern, zusammen natürlich auch mit neuen Ideen, mit Umbauten, mit Aufzug, Nachrüstungen. Und wir werden heute bei diesem Aktionstag darüber informieren, welche Angebote es bei der GGZ im Prinzip gibt, damit man also möglichst lange in seinem gewohnten Lebensumfeld und Wohnumfeld bleiben kann. Einer dieser Partner ist die Gesellschaft für intelligente Infrastruktur Zwickau. Welche intelligenten Lösungen in den Wohnungen heutzutage möglich sind, erläuterte Rolf Uhlemann an einem Musterstand. Wir haben hier grundlegend einige wenige Funktionen nur dargestellt. Wir haben einen Heizkörper, wir haben einen Stellantrieb hier dran. Dieser Stellantrieb ersetzt das Thermostatventil, das ehemalige, der voll elektronisch ist. Und wir haben hier ein Stück höher den Raumregler, der uns Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten ermittelt. Und der Mieter kann halt hier drüber seine Solltemperaturen für den Raum einstellen. Und das wird dann halt hier umgesetzt. Der kleine Vorteil an der Sache ist, wenn jetzt das Fenster geöffnet wird, wird dieser Stellantrieb automatisch zugefahren und wir haben halt während der geöffneten Fenster oder geöffneten Balkontür keinen Energieverbrauch am Heizkörper. Wir haben auch eine Sprachausgabe, um einfach zu simulieren, wenn irgendwelche Sachen sind, die Lüftungsempfehlung oder Achtung, ich kann es kurz machen. Dann hat man halt solche Sprachausgaben oder irgendwelche Signale, um den Mieter irgendwas mitzuteilen. Die Kleinigkeit, was wir noch gemacht haben, wir haben halt hier einfach mal so Lichtschalter mal installiert und es gibt so einen Zentralschalter, wenn man die Wohnung verlässt, dann werden halt die Lichter ausgeschalten in allen Räumen, es werden alle Heizkörper nach unten gefahren von der Temperatur. Das sind solche Zentralfunktionen, die das Leben halt leichter machen. Auch das DRK beteiligte sich an der kleinen Ausstellung im Haus der Begegnungen und präsentierte verschiedene Hilfsmittel für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause. Sogar ein Segway-Parcours war im Untergeschoss aufgebaut. Mit etwas Mut konnte so mancher Besucher feststellen, dass das Fortbewegen auf zwei Rollen eigentlich kinderleicht und nicht nur etwas für die Generation U40 ist. Die Aktionswoche läuft bis zum 14. Oktober, begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm.
Am Montag, am 12.10. können wir auf Veranstaltungen von der Diakonie, da werden Vorträge durchgeführt, die Polizeidirektion führt einen Vortrag hier im Haus durch und auch die Verbraucherzentrale. Am Dienstag wird das Aktivleben oder der Aktivleben e.V. seine Musterwohnung vorstellen und anhand auch unserer Infostände können sich die Bürger hier informieren, was so noch geboten wird. Und unsere Abschlussveranstaltung umrahmt eine kulturelle Show mit der Franziska Trögner, wo wir diese Aktionstage kulturell abschließen möchten. Informieren kann man sich über die Angebote von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Am Dienstag ist das Haus der Begegnungen bis 18 Uhr geöffnet.